Da sieht man oben die Hängebrücke. Und da vorne ist der Einstieg. Da, wo der Fels so weiß ist, da geht es also los. Da geht es zu der dritten Trullieren über, die dann da vorne endet. Ja. Da geht es ganz schön runter. Absolute Stille. Absolute Stille. Da sieht man so unten den Beginn des Weges, ganz rechts, und auf der linken Seite, auf dem Kogel da oben, sieht man den Ausläufer von der letzten großen Tyrolien. Immer noch keiner unterwegs. Da quert man jetzt rüber zu diesem steileren Abschnitt. Man sieht, und der Wand geht da 1000 Stufen hoch. Mitten im Klettersteig ist der Batteriewechsel fällig. Man muss dann auf gesetzten Stellen dann schauen, dass du die Batterie rumbringst. Was natürlich nicht immer so ganz ohne ist. Musst du da dann den Rucksack runter da im Klettersteig. Du musst schauen, dass du Selbstsicherung erhängst, damit du da, wenn es passiert, nicht aus der Wand rausfliegst. Dann kommst du hinein. Gefranzelt zurück. Gefranzelt zurück. Denn ich spann schon, dass ich flieg. Gefranzelt zurück. Gefranzelt zurück. Denn ich spann schon, dass ich flieg. Ja, legst du wieder her. Jetzt gehst du drum um die Ecken rum. Ganz da unten an der Straße ist der Zustieg. Und jetzt geht es weiter da rauf. Und die Kanten rum. Aber 1000 Tritte, also ist kein Problem. Eine rein mentale Angelegenheit. Geht es dann ums Eck rum, dann haben wir schon. Ja, Aussicht wieder mal. Sehr schön.
Das ist also der Ausstieg. Ja. So geht es jetzt weiter.